Die Stimmung ist gut, nicht nur hier mitten in Tokio, in Shibuya, sondern auch an der Börse und dementsprechend beste Voraussetzung eigentlich, dass da noch mehr geht. Also wollen wir mal drüber sprechen, was wir aktuell an den Märkten sehen. Ist nämlich durchaus sehr, sehr attraktiv. Eine tolle Aufwärtsbewegung, insbesondere bei den Indizes eben, die im Moment nichts anderes kennen als nach oben. Aber wir haben es gesehen in Amerika, dort gab es eine durchaus nicht ganz so schöne Bewegung, nämlich mal zwischendurch eine Abwärtsbewegung, die nicht wirklich Panik verursacht hat, aber so steil war, dass man den Eindruck hat, vorsichtig, ein bisschen Restrisiko ist eben doch noch da an den Märkten. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es eben nur auf dem Weg nach oben geht. Nein, im Gegenteil, wir müssen damit rechnen, dass möglicherweise auch mal ein Dreh klar zu erwarten ist. Denn je häufiger und je stärker diese Rücksetzer sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Beim DAX ist das im Moment noch nicht wirklich absehbar. Im Gegenteil, dort haben wir immer noch die klare Richtung nach oben, die klare Wackelbewegung nach unten. Und das ist eigentlich ein Zeichen, alles noch stabil, alles noch in Ordnung. Da ist alles noch klar auf der bullischen Seite. Aber wie gesagt, der amerikanische Markt deutet das durch seine etwas schärferen Rückwärtsbewegungen zumindest mal an, dass da ein gewisses Restrisiko da ist. Noch nicht irgendwas mit Panik, nein, im Gegenteil. Warum nicht mit Panik? Weil sofort wieder die positive Stimmung dazugekommen ist, der Markt, also sich wieder in die andere Richtung gedreht hat. Also das, was man als, was war das jetzt gerade, eben noch aufgefasst hat, das wurde sofort wieder, nein, alles in Ordnung, wir sind doch noch bullisch im Markt, also überhaupt gar kein Drama, kein Risiko, das ist also alles noch sehr, sehr easy, noch sehr, sehr entspannt, aber wir müssen damit rechnen, dass die Marktteilnehmer zumindest mal ein bisschen vorsichtiger werden. Sehr, sehr spannend finde ich im Moment Euro gegen US-Dollar, denn dort finde ich, haben wir eine sehr, sehr schöne Bewegung, die sehr schubweise, sehr impulsiv nach oben gegangen ist. Das ist ein sehr gutes Zeichen aus meiner Sicht, denn ein Schub, der sogar noch halbwegs fünffällig aussieht nach oben, der ist natürlich besonders attraktiv als Hingucker. Was wir jetzt bräuchten, wäre eine schöne ABC-Bewegung oder irgendeine tolle Gegenbewegung, um dann den Dreh wiederum nach unten dann zu bekommen, damit wir ein bisschen günstiger reinkommen und eben die Bestätigung haben, dass es anschließend wieder nach oben geht. Denn eigentlich müsste es nach dem Tief von 1,09 irgendwas, ich weiß es nicht ganz genau, und jetzt eben wieder deutlich über die 1,10 noch mal ein bisschen runterkommen, um dann den nächsten Schub nach oben zu haben. Denn selbst im großen Bild, und zwar damit meine ich das wirklich große Bild, haben wir beste Voraussetzungen, dass da viel, viel mehr noch Platz ist. Also wir können davon ausgehen, dass beim Euro das, was wir in den letzten vielen Monaten, eigentlich das gesamte letzte Jahr und dieses Jahr bis jetzt zumindest gesehen haben als Abwärtsbewegung, das ist eine Abwärtsbewegung, die zwar jüngst jetzt nochmal deutlich aussah, aber eigentlich ja ziemlich ausgetrocknet war. Der Markt also am Anfang noch relativ zügig runter und jetzt dann so mehr oder weniger dann doch stillgehalten hatte, dass sich das irgendwann mal wieder auflöst und der Markt dann auch wieder deutlich nach oben kommt. Das wäre charttechnisch sehr, sehr vernünftig, jederzeit mehr oder weniger zu erwarten, aber bis jetzt ist das noch ausgeblieben und dementsprechend, können wir nur warten, bis es passiert. So, jetzt drehe ich mal von mir weg, denn das ist gar nicht das Entscheidende hier an dieser Stelle. Das ist Shibuya, die Kreuzung, die so bekannt ist, die man immer wieder aus dem Fernsehen kennt. Ich komme jetzt von der etwas anderen Seite, laufe Richtung Bahnhof, also die nicht ganz so attraktive Seite. Es ist auch schon aufgrund der fortgeschrittenen Stunde nicht mehr so viel los hier. Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, um auf Termine heute auszugehen. Nämlich heute um 16 Uhr gibt es die Durable Good Orders, das heißt die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter. Die sind insbesondere für die Einkaufsmanager interessant und zeigen eben, dass der Markt tatsächlich noch gewillt ist zu kaufen, und zwar langfristig sich zu orientieren. Und das ist eigentlich dann eine Art Frühindikator, wie es dann der Wirtschaft geht und vielleicht dann eben auch, was man an der Börse so machen kann. So, jetzt bin ich hier tatsächlich am einen der lautesten oder lauteren Orte hier in Tokio. Deshalb werde ich mich jetzt von dieser Seite jetzt zurückziehen. Vielleicht noch eine letzte Nachricht. Um 16.30 Uhr gibt es dann noch Daten zum Ölmarktbericht, also zur Lagerhaltung. Und vielleicht ist das ja ebenfalls nochmal für Sie interessant. So, mit diesen Eindrücken jetzt hier von Tokio, meine besten Wünsche und wir sehen uns im Markt.